Oh, ruft da. Ich will jetzt zum. Ja. Ja. Nee. Okay, warte kurz. Weg. Wobei, ich kann einfach so machen. Weg. Und dann das schon mal drüber legen, richtig? Weep, weep, weep. Ja, ist okay. So. Mal gucken, ob das so aufgeht, wie ich denke oder nicht. Notfall muss ich gleich hier hinlaufen und das verteidigen. So, ich wollte zum Eisen. Das kommt von da oben, das braucht noch die Grinder. Schwupp. Ne, jetzt läuft alles nach unten. Lass mich durch. Wobei, warte, Plan war hier die Grinder, richtig? Ich glaube schon. Weep, weep, oben, was wurde zerstört? Nur Fließbänder? Achso, das war wieder so ein Artillerieangriffsdings. Die sind echt lästig. Na gut. Hier sind drei Türme, das sollte reichen. Um so einen random Zergling zu erlegen. Das heißt, die kommen jetzt einfach direkt hier so ran. Nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm. Es gefällt mir nicht, dass das auf eine Seite nur kommt. Wüsste ich jetzt aber nicht, wie ich das anpassen könnte. Also ja, ich wüsste wie, aber das wäre wieder ein Hackmeck und nee, ist okay. Solange sie einigermaßen. Ja, tun sie nicht. Ich wollte gerade sagen, solange sie einigermaßen durch die Sachen rauflegen können, ist alles gut, aber. Nee, 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 nee. Kann nicht beheben durch mehr Grinder, das ist richtig. Dazu müsste ich jetzt mal wieder töten gehen. Und töten gehen klappt gerade nicht so wirklich gut. Wobei, ich habe jetzt. Das geht kaputt. Ein Turm wurde zerstört, aber 18 Türme schießen. Ich habe jetzt ein Schild mehr, richtig? Ja, da. Nimm dich mal raus, dich da rein. Dich da rein. Macht guten Schwung. Also von 1 auf 2 MK2 macht hier mal eben 20% mehr. Das ist schon ordentlich. Und ich glaube, ich mache mal einfach einen davon so, dass er das hier rauflegt und das so reinquetscht. Oh, warte, das könnte ich beidseitig machen. So. Hier staut sich das schon richtig. Ja, sehr gut. Das war eine relativ einfache Lösung. Wenn ich nachher mehr Grinder hinbaue, dann mache ich es auf der anderen Seite einfach hier genauso. Gut. Das hilft sogar schon mal ein wenig. Allerdings wollte ich auch noch Verteidigungsanlage hier oben hinbauen, damit das nicht einfach so aufgefressen werden kann. Speedmodule muss ich dann gucken. Ich wollte auch noch Speedmodule herstellen für andere, für die ganzen Ölsachen. Baue davon bitte mal 5 Stück. Dann baue ich hier bitte mal eine Reihe davon. Weil die Türme hier auf das Eisen setzen, ist doof, weil das Eisen werde ich ja bald auch abbauen müssen. Ich mache die lieber hier hin. Wenn es ein wenig unpassend ist, aber na gut. Du. Oh, keine Abdeckung. Roboter dabei? Ganz zufällig? Ja, ich kann es auch ganz zufällig nicht bauen. Okay, andere Seite. Ja. Bau. Hier mal ein Set hin. Und warum nicht? Da auch nochmal ein Set hin. Das heißt, die da hinten haben dann ein Problem. Warte. Ja, die da hinten haben so oder so ein Problem. Ich brauche hier einen Roboter. Dafür hole ich mir gleich mal Stahl. Wird ignoriert. Achso, ein, zwei Infos noch. Ich weiß nicht, ob ich sie schon gesagt hatte. In einem der letzten Videos, das mit den Kurven wurde gefixt. Also in den Kurven gibt es keinen Geschwindigkeitsverlust mehr. Das heißt, das mit den roten Fließbändern an Ecken kann ich mir eigentlich sparen. Ist schon mal gut zu wissen. Und ich wollte Stahl haben. Stahl hatte ich oben angesetzt, richtig. Oh, ist das schön. Einfach mal so eben 200 Stahl abholen können. Das war vor nicht allzu langer Zeit ein echtes Problem. Ich habe mich schon übertrieben. Ja, so viel Stahl brauchst du gar nicht. Das ist okay. Ich wollte noch töten gehen. Ich wollte die Daten im Kopf behalten hier. 14.000 und 6.000 Eisen und Kupfer jeweils.
Super. Ist echt super. Strom ist am Cap. Oh, wie viele Akkus haben wir? Kann ich das sehen? 252. Oh, warte mal. Dann sortiere ich mal kurz ein bisschen hier aus. Dun, 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 dun. So. Die behalte ich dabei. Und dann schnappe ich mir jetzt von oben ganz viele Akkus und mache irgendwo wieder einen riesen Akkublock, damit sich das mehr puffert. Achso, und das hier würde ich alles auch ganz gerne schnellstmöglichst automatisieren oben. Aber momentan gibt es hier immer Produktionspausen und so weiter, das ich nicht so gut finde. Du. Rot brauchst du. Okay. Da. Da. So, füll dich wieder auf und erforsche bitte. Brauch immer noch zu viel, ja. Ja, komm, mach das. Das kostet nicht viel. So. Wo sind die Anlagen? Hier sind die Anlagen. Gib mir Akkus. Ganz, ganz viele Akkus. Hier hatte ich das geplant. Ging ja auch mit dem Blueprint ganz schnell, aber es ist irgendwie befriedigend, Akkus zu setzen. Das Britzelgeräusch ist toll. Also, wenn man nicht direkt daneben steht, während sie gerade alle gleichzeitig aufladen. Aber so ein paar zwischendurch, das ist ganz okay. Wenn hier eine Bombe einschlägt, ist das echt doof, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, nur im Zentrum der Bombe konnte die Bombe momentan was zerstören. Bei den momentanen Schadenswerten, die aber bestimmt noch schlimmer werden. Und warum genau habe ich jetzt AK-Munition erforscht? Nimm lieber die Sniper-Muni hier auf, wenn ich sie wahrscheinlich nicht einsetzen werde. Soll ich lieber was forschen, was ich auch einsetzen könnte? Hm? Ja, machen wir die. So. So, wie viel habe ich noch? 11. Ja, gut. Das wäre dann unser Akkublock. So, hier kann ich dann nochmal die paar von Hand setzen, damit die auch nicht im Inventar rumlümmeln. Schön. Komm ich da ran? Ja. So. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da müsste ich eigentlich töten gehen. Schilde. Bau ein Schild. Wow. Und die Tränke. Ja, ich mach die Tränke jetzt auch nochmal fix. So. Ja, fix ist gut. Es wird nicht so super fix gehen, denke ich. Weil das sind jetzt nur 6 Stück. Das wären dann... Ich mach mal 3 rote, 3 grüne hier hin. Einfach nur, wenn wir im Notfall sehr schnell hochproduzieren können. Das heißt, du kannst schon mal rot, Shift rechts, Shift links, Shift links. Shift links, Shift links, Shift links. Du wirst grün, irgendwas schießt. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Ihr seid alle nicht beschränkt. Das ist komisch, dass es beim Blueprint nicht übernommen wurde, aber es kann sein, dass mein Original-Blueprint einfach keine Beschränkung hatte auf den roten Kisten und dass das nicht gut. Dass das da orange ist. Wollte ich jetzt zwischen, also irgendwo einen Robocord, den ich eigentlich für was anderes gedacht hatte. Was ist laut? So. Das heißt, du bist sinnlos, richtig? Ja. Okay, so kann ich arbeiten. Beschränkung auf 2 Stacks. Fließbänder. Ja, ich mache das mal ein bisschen höher, aber nicht so viel höher. Machen wir mal auf 10, 10. Vorerst. Shift rechts, Shift links, Shift links. Und das hier auch. 20. 20. Shift rechts, Shift links, Shift links. Was? Links. Das heißt, es werden jetzt jeweils 50 waren Stack von denen. Ja. Also hätten wir 300 grüne, 300 rote. Brauchen wir noch hellblaue.
die ich allerdings nicht direkt hier mit ranbauen kann, weil wir dazwischen erstmal wieder ein Turmgebiet brauchen. So eins hier. Also einmal dich. Und dich. So. Und dann kann ich hier wieder neu setzen. Dann müsstest du allerdings weg und hier müssten ein paar mehr Poles hin. So. Dann. Ne, du warst die Chipanlage. Die Chipanlage kann ich mal löschen. Brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. So. Irgendwas hier zu beachten? Einfach so ganz normal ranklatschen, ne? Ja. Shift. Shift. Und das Ganze hier nach unten auch nochmal. Da ist das Licht im Weg. Zack. Zack. Das ist nicht gut. Chim, 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 chim. So. Achso, die Poles waren wieder falsch, ne? Ja. Du und du und die Poles einfach rausnehmen. Und dafür hinten die ordentlich schon mal hinsetzen. Zack. Und zack. Gut. Hellblau. Brauchen wir hellblau auch 3 Stück? Ja, weil die produzieren recht langsam. Also Shift rechts, Shift links, Shift links. Shift rechts, Shift links. Oh, Batterien sind fertig. Die brauchen alle auf der dritten Stufe 300 Liter Tränke, was echt ganz schön übertrieben ist. Na gut. Ich habe bald nichts mehr. Ich könnte mir Trash-Slots einfügen, die ich überhaupt noch gar nicht getestet habe, ne? Nee, ich glaube noch nicht. Slow-Rakete. Nee. Armor-Piercing. Was wäre die nächste Stufe? Tracing. Und Illyrium. Substations. Ich soll sie nicht erforschen, sonst komme ich irgendwann auf doofe Ideen, alles umzubauen. Es läuft so, wie es ist, eigentlich gar nicht so schlecht. 1000. Puh. Ja, ich gehe schon mal ein bisschen in die Richtung. Es wurde nämlich richtig angemerkt, dass ich mich schon mal vorbereiten sollte, das Ding zu bauen. Ich sollte es nicht unbedingt bauen, weil das Spiel vorbei ist. Aber die Chance zu haben, es zu bauen, wäre ganz praktisch, falls irgendwann mal eine Riesenarmee von Viechern ankommt, dass ich dann wenigstens noch sozusagen fliehen kann mit der Rocket Defense oder dann halt Verstärkung holen kann. 5 Türme schießen ist ein bisschen wenig. Na gut, behalte ich im Kopf. Das kann gleich weiter erforscht werden. Jo. Das kann hier alles weg, die ganzen Altlasten. Turm nicht unbedingt. Reiß das mal lieber mit den Robotern ab, damit die Sachen auch gleich einsortiert werden können. So, so. So. Was ist das hier? Auch weg. Weg, 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 weg. So. Eisen haben wir, Stahl haben wir, Tränke werden automatisiert. Tränke müssten jetzt allerdings auch in einer neuen Forschungsanlage, die nicht mit Fließbändern läuft, angeliefert werden. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal 10 Labs. Und setze die ähnlich irgendwo hin. Mit Robotern versorgt.